haben sie gefilmt. Was soll das jetzt? Das ist fürs Intro. Was? Das Video. Soll ich jetzt was sagen? Ja. Was denn? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute am Fahrradmobil unterwegs, weil man kann es kaum glauben, aber es soll heute nicht regnen. Ja. Der Boden ist zwar nass und es ist nicht so super warm, aber trotzdem nutzen wir die Chance, heute noch mal aufs Rad zu kommen. Ich bin sehr gespannt, Leute. Und wir nehmen euch heute mit in so einem kleinen Vlog, einfach ganz locker, flockig. Und viel Spaß beim Video. Leute, mal ganz kurz, ne? Wenn man lange nicht gefahren ist und man sieht dann nochmal seine Bikes, wie schön ist bitte dieses Fahrrad? Übel schön einfach. Ich liebe immer noch die Farbe. Das ist die Kombi dann noch mit dem neuen Titel-Lenker. Das ist schon mega. Einfach richtig, richtig geiles Bike. Freue ich mich immer, wenn ich das sehe. Auch wenn ich dran vorbeigehe im Keller. Können wir jetzt endlich los? Ja. Wie willst du los ohne Vorderrad? Soll ich alles reinmachen? Du bist doch Technikerin. Ja, stimmt. Ich bin eigentlich schon handwerklich begabter als du. Okay. Das stimmt schon. Wo willst du lang? Oh Gott, ey, Daniel. Das macht irgendwie keinen Spaß. Aber ich glaube, die wird eh nur den letzten Film. Carmel. Ist irgendwo abgestürzt. Hast du es nicht geschafft? Nee. Jo Leute, die Räder liegen jetzt seit einer Stunde da, weil wir hatten eigentlich so eine Droh
RX1 heißt die. Cooles Ding eigentlich. Und haben dazu auch heute das Video gedreht. Und dann auf der Trailer-Part jetzt ist sie einfach abhanden gekommen, also irgendwo abgestürzt. Und eigentlich ist das hier gar nicht so krass groß alles. Aber wir haben jetzt über eine Stunde gesucht und es wird jetzt gleich dunkel. Und wir konnten sie nicht finden. Also das heißt, die Trail-Tour ist ein bisschen anders als erwartet heute. Aber ja, naja, es kann nicht immer alles perfekt laufen, ne? Auch für uns Leute auf YouTube nicht. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt noch sein soll. Also ich habe echt überall gesucht. Wirklich, wirklich. Ey, ich bin hier in die Dornenbüsche gekrabbelt und alles. Keine Ahnung. Also wer den Spot hier erkennt und eine Drohne findet, steht Hover drauf. Würde ich mich sehr freuen über das Videomaterial. Die Drohne darfst du sogar behalten. Ich brauche nur das Videomaterial dringend. Aber naja. So, wir machen uns am Rückweg, oder? Ja. Suchen morgen nochmal. Ja, wir konnten es nicht lassen, sind jetzt noch einmal hochgerollt zum Trail hier. Weil wir einfach nicht glauben können, dass sie echt weg ist. Das Ding war übrigens sonst echt cool. Aber in so einem Fall, man braucht halt kein Smartphone, um sich mit dem Handy, mit der Drohne zu verbinden. Und also man braucht kein Smartphone, um zu starten. Wie bei einer DJI zum Beispiel. Wenn man nicht den geilen Controller hat. Aber ja, ich sehe nichts hier. Ich wollte ja eigentlich nicht abfallen. Ja, aber wir müssen ja eh hier lang. Ich wollte, dass du eigentlich nochmal oben kommst, dass du connectest. Ach so, ja, das geht ja nicht, wenn der aus ist. Wie lange etwa? 16 Uhr. Leider konnten wir die Drohne an diesem Tag nicht wiederfinden. Und auch am Tag darauf waren wir nochmal mit 5 Leuten dort, um das Gebiet zu durchforsten. Doch leider ohne Glück. Freiheit und Unabhängigkeit sind zwei der besten Gefühle der Welt. Ich habe an dem Tag gelernt, wie es ist, wenn man abhängig ist von Videomaterial, was für ein Job gemacht werden musste, und habe meine Lehren daraus gezogen. Behaltet so viel Freiheit und Unabhängigkeit, wie ihr könnt. Als Creator, als Mensch und in eurem Leben.